Willkommen zurück. Der Gewaltige erwartet euch oben. Der Gewaltige wird euch den Nexus erklären. Der Gewaltige wird euch den. Wir warten schon lange auf euch, Dämonentöter. Ich bin einer der Gewaltigen. Wir erhalten das Realitätsgefüge. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Einst suchte auch uns eine Dämonenplage heim. In grauer Vorzeit war die Welt unter einer gütigen Herrschaft durch die Seelenkünste vereint. Bis durch die Gier nach Macht das Uralte erweckt wurde. Über das Land legte sich ein farbloser, dichter Nebel und die Welt war durch die Dämonen von der Auslöschung bedroht. Glücklicherweise konnten wir das Uralte wieder in Schlaf versetzen. Doch erst nach dem Verlust unzähliger Seelen und dem Großteil der Welt, verloren, verschlungen vom Nebel. Um das Gefüge des noch verbliebenen Landes zu vereinen, haben wir 6 Anführern 6 wertvolle Keilsteine anvertraut. Einen dem König eines kleinen, aber tüchtigen Landes. Einen dem König der unterirdischen Höhlen. Einen der weisen Königin des großen Elfenbeinturms. Einen dem Häuptling der Verlorenen und Schicksalsgeplagten. Einen dem Schamanen des sturmverehrenden Schattenvolks. Und den letzten, den mächtigen Riesen der nördlichen Lande. Die Keilsteine
Schleifsteine wurden in den verbliebenen Randgebieten platziert. Wir sperrten das Uralte hier unter dem Nexus ein und verboten die Seelenkünste. Schließlich wurden wir die Gewaltigen, halblebendige Wächter des Realitätsgefüges. Doch leider sind die anderen Gewaltigen nicht mehr und nur ich verbleibe. Ihr müsst das Uralte wieder in Schlaf versetzen und für alle Ewigkeit einsperren. Wenn nicht, wird der dichte Nebel alles Bekannte verschlingen. Seid ihr stark genug, diese Bürde zu tragen? Ja, verstehe. Das ist bedauernswert. Ihr solltet wissen, dass ihr für immer im Nexus gefangen sein werdet. So wie die arme Kerzenjungfer. Ich kann euch Waffen schmieden. Bleibt bloß am Leben.
tapfere Seele, die vor dem Bitter. Ich kann euch Waffen schmieden. Zeig's gut. Solche Eile, wo ihr habt, hier keine Magie. Ja, begehrt ihr die Macht? Natürlich. Wohl. Macht diese herrenlosen Seelen euer eigen. Seele des Geistes, Schlüssel des Lebensäthers. Seele der Verlorenen, aus ihrem Gefäß entnommen. Gewährt eure Stärke, auf dass die Welt geheilt werde. Auf dass die Welt geheilt werde. Seid ihr fertig? Möge eure Stärke. Ihr Standung, Seele des Geistes, Schlüssel des Lebensäthers, Seele der Verlorenen, aus ihrem Gefäß entnommen. Gewährt eure Stärke, seid ihr fertig, möge eure Stärke. Ihr Standung, Seele des Geistes, Schlüssel des Lebensäthers, Seele der Verlorenen, aus ihrem Gefäß entnommen. Seid ihr fertig?
seid ihr wieder. Sehr schön. Ich hoffe, ihr findet etwas Passendes. Schwere Zeiten, was? Thank you.
Ich verzeihe eure Pflegelei. Bei mir habt ihr noch mal Glück. Andere hätten keine Toleranz. Bleib bloß am Leben. Ich brauche Kundschaft. Ihr strebt nach der Macht der See, dann würde die Seele des Geistes, Schlüssel des Lebens, Äthers. Seele der Verlorenen aus ihrem Gefäß entnommen. Gewährt eure Stärke, auf dass die Welt geheilt werde. Auf dass die Welt geheilt werde. Seid ihr fertig? Ah!
Ihr da, bitte kauft ihr etwas. Mein armes Kind hat Hunger. Ihr verdient den Tod nicht. Darum gebe ich euch einen Rat. Hier wimmelt es von Ungeziefer, das sich an Seelen satt gefressen hat. Ihr tätet gut daran, euch zum Schutz mit Lotus einzudecken. Für das Überleben ist kein Preis zu hoch, nicht wahr?
wenn die Worte wahr kommen. Sollt ihr mich für diese Hexe foltern? Yeah.
Oh.